Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest hier zu einer weiteren neuen OMSI-Folge. Schön, dass du wieder da bist. Ja, es tut mir leid, ich muss mich hier ein bisschen entschuldigen. Scheinbar haben sich so der ein oder andere schon auf ein 200-Special-Video gefreut hier rund um OMSI. Tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich da ehrlich gesagt nichts geplant gehabt, weil ich das jetzt nicht für weltbewegend halte. 200 Folgen OMSI, manch andere hat hier über 1000 Folgen oder sowas. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch ein bisschen die Zeit bei mir knapp. Ihr wisst ja, ich mache ja gerade Fahrschule und muss mich halt ein bisschen wirklich darauf konzentrieren, gerade mit der IHK-Prüfung und so weiter und so fort. Ich werde aber noch ein Special machen. Ob es jetzt nun jetzt in 2, 3, 4 Wochen kommt, auf jeden Fall werde ich mal gucken. Ich werde da mal meine Leute ansetzen und die sollen mal die besten Stellen raussuchen und dementsprechend schneiden wir da mal so ein kleines Video zusammen und präsentieren euch das Ganze denn mal als kleines Special von den letzten 200 Folgen, die wir dann hatten. Und ja, dementsprechend müsst ihr leider noch ein bisschen warten. Aber es ist angekommen, die Botschaft, und die möchte ich gerne auch umsetzen. Andere Sache ist, wir haben ja nun diese Woche eine Leitsternfahrt, ihr wisst ja, ne? Und das ist die Karte, auf der werden wir jetzt unsere Leitsternfahrt machen. Und das ist Projekt Stettin in der Version 4.0.1. Und diese Woche werden wir uns so die ein oder andere Linie dementsprechend hier anschauen. Passen natürlich die Solaris-Busse, ne? Schöne polnische Wertarbeit hier, und dementsprechend gucken wir uns heute auch gleich, ja, mein heißgeliebten Urbino der zweiten Generation an. Ja, ihr wisst, ich bin ein Freund von, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile hat sich das hier schon gelegt. Ja, vielleicht war so ein Video da wirklich ein bisschen überzogen, aber ja, es ist okay, ich fahre halt relativ selten mit dem. Ich weiß auch nicht warum, das kann ich euch nicht sagen. Das kann ich euch wirklich nicht sagen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wollen wir heute damit starten. Wir sind auf der Linie 57 unterwegs von Ratschewo nach Kolladaja, oder wie sich das Ganze nennt. Und dementsprechend, ja, lasst uns mal einsteigen, den Motor starten und die Fahrgäste abholen. Es regnet nämlich mal wieder in Polen. Und ja, dementsprechend an damit. So, schön. Endlich wieder im Bus. Letzte Woche Fahrschule übrigens heute. Ja, also die letzte Woche Fahrschule. Morgen geht's zur Prüfung, zur ersten Theorieprüfung. Ich bin mal gespannt, ob ich das Ganze gleich umsetzen kann, ob das Ganze gleich funktioniert, passt. Und dann bin ich am Freitag schon wieder das erste Mal seit langer, langer Zeit wieder auf dem Betriebshof. Hui, das ist wirklich schon fast über einen Monat her, ja, dass ich das letzte Mal da war. Ist schon eine richtig lange Zeit, ja. Ah, guck mal. Ich habe nämlich eine Modded-Version von dem Bus hier und der startet nicht. Der will einfach nicht starten. Ja? So, wie ihr wisst, können wir ja den Bus ja hier immer so ein bisschen konfigurieren. Ne? Das ist ja jetzt nichts mehr Neues. Ich hatte ja damals ein bisschen bemängelt gehabt, dass man das Ganze nicht so per Touchscreen machen kann, so wie das hier in der MN-Stadtbusfamilie war, was ich persönlich natürlich richtig geil fand. Also MN-Stadtbusfamilie, holy shit, eines der besten Bus-Addons, die es gibt. So, wir wollen aber hier die Scheibe hier nicht wirklich so drin haben. Dementsprechend, ja, wollen wir das Ganze. Achso, hier können wir das in Sprache umschalten. Und hier können wir uns dann den Fahrplan anzeigen lassen. So. Linie 057. Linie 057. Dankeschön. Und wir sind auf der Route 1 unterwegs. Genau, nach Warczewo, Koljatta. So, machen wir mal Licht an. Und Licht an und Heizung an. Die Heizung ist hier ein bisschen versteckt. Die ist hier unten drin. Verstehe ich auch nicht, warum das hier so versteckt ist. So, und dann machen wir mal die Heizung hier an. Und blasen das Ganze mal so über die Scheiben rein. Das ist ganz praktisch. So. Und sonst haben wir hier noch die Handbremse. Ist hier noch irgendwas, was wir jetzt machen müssen? Nö. Können wir mal Fenster können wir zulassen, weil es ist ein bisschen kühl draußen. Ja, ich glaube, wir sind startklar, Leute. Dementsprechend Bremse gedrückt. Gang eingelegt. Bremse raus. Und schauen wir uns ja vielleicht mal an. Das wäre natürlich auch noch sinnvoll. Los geht's, Leute. So. Da kommt schon der Kollege. Aber wir schnappen uns die Fahrgäste hier natürlich gleich weg hier. So, und Türe auf. Kommt da rein, Leute. Schönen guten Tag. Ich kann schon mal die Zeit ein bisschen vorspulen. 1, 2, 3, 4, 5. So, wundervoll. Eine Kurzstrecke, bitte. Och, du willst gleich ein Ticket wieder hier. Hallo. So, 1,70 bitte, mach das. 30 Cent oder Pfennige wieder eine zurück. Eine Kurzstrecke, bitte. Noch eine Kurzstrecke und du kriegst auch 30 Pfennige. Bitte schön, dankeschön. Tür zu und Abfahrt.
So. Genau, also wie gesagt, das ist wie gesagt die neue Leitsternfahrt für diese Woche. Ja, wenn ihr also mitfahren wollt, müsst ihr euch die Karte besorgen. Meiner Meinung nach könnt ihr die Busbetriebssimulator runterladen an sich schon. Oder ja, vielleicht schaffe ich es und kann euch den Download-Link unten in die Videobeschreibung packen, damit ihr wisst, was ihr braucht. Bevorzugt, wissen wir noch nicht, müssen wir noch gucken. Vielleicht wird das spontan entschieden. Kann es sein, dass das eine Mottofahrt wird? Dementsprechend kann es sein, dass wir nur mit Solarisbussen unterwegs sind. Also solltet ihr euch zumindest einen Solarisbus besorgen, ob es jetzt nun aus Metropole Ruhr ist, Düsseldorf oder der Bus von Altair, der ist kostenlos, falls ihr kein DLC habt. Wie gesagt, das sind dann diese Busse, die ihr zumindest braucht oder hier halt die Urbino Stadtbusfamilie. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, den haben gar nicht so viele gekauft, oder? Die Urbino Stadtbusfamilie hier. Das kann ich jetzt gar nicht sagen. So, jetzt ist natürlich hier eine richtig enge Nummer hier mit der Kurve. So, willst du rüberlaufen oder wartest du? Du willst nicht rüberlaufen. Da kommt ein Auto. Oh, der will. Oh, jetzt machen wir einen Fehler. Wir stehen auf dem Fußgängerüberweg. Macht man nicht. Alles klar, dann fahre ich hier. Wenn du nicht fährst. Ich habe jetzt hier keine Zeit, jetzt hier noch stundenlang zu warten. Da haben wir den Bordschirm mitgenommen. So, ich muss mal gucken, wie ich diese Pfützenbildung wieder hinbekomme. Ich bin ja gerade wieder ein bisschen am Einstellen von OMSI. Da geht noch ein bisschen was, so performance-technisch. Bin ich der Meinung. Guten Morgen. Kurzstrecke. Was kauft ihr denn jetzt hier eine Kurzstrecke? So, bitteschön. Dankeschön. So, und Abfahrt. Wir haben Vorfahrt. War ein bisschen altes Zeichen, wa? Der Vorfahrt. Ding dong. Schön ist, wie gesagt, die Originalansagen, ja, also es ist hier schon ziemlich cool, also Originalansagen, Anführungsstriche. Ich weiß nicht mal, ob Projekt Stettin wirklich eine reale Karte ist oder ob das eine fiktive Karte ist, da muss ich sogar passen. Ja, aber wie gesagt, bei den Ansagen hat man sich auf jeden Fall viel Mühe gegeben. Oh, ein Kreisverkehr. Als Bus darfst du Kreisverkehre überfahren, ja, das ist klar. Also, wenn es natürlich möglich ist, sonst selbstverständlich nicht. Morgen. Aber wenn du halt ausschwenkst, schwenkst du aus, darfst du natürlich den Dings überfahren. Tja, hast du Pech, ganz ehrlich. Hättest du ein bisschen früher drücken müssen. Jetzt halte ich jetzt hier überall an, oder was? 40. So. Und die Zeit, die rennt schon wieder. Was ist los? Jetzt wird es echt knapp hier schon wieder hier alles. Eine Minute Verspätung? Oh, nee, oder? Eine Spielstraße? Achso, okay, das ist nicht unsere Seite. Wenn wir jetzt hier rechts reingefahren werden, hab schon gedacht, jetzt müssen wir hier durch die Spielstraße fahren. So. Guten Tag. Guten Tag. Einmal normal, bitte. Einmal normal, bitte. So. Rostockstar. Alles klar. Karte an sich ist
Performance arm, muss ich sagen. Also sie läuft relativ gut. Ihr seht es ja selbst. Es gibt immer so ein paar Punkte, wo es natürlich wieder ein bisschen klemmt, ja, wo die Performance ja ein bisschen in die Knie geht. Aber gut, wir reden ja hier immer noch von OMSI. Das ist ja kein nagelneuer Simulator. Aber was die Performance angeht, erinnert mich das Ganze so an Ruhrau V1. Wenn ihr euch noch an diese Performance erinnern könnt, oh, das war großartig. Ja, so seht ihr, ne? Mal so ein bisschen Ruckeleien hier. Aber so an sich läuft die Karte recht flüssig. Und ist für jeden was dabei. 20 Minuten Touren. Also 20 Minuten, 40 Minuten. Wie gesagt, da ist alles irgendwo dabei. Und wie gesagt, wenn alles wieder klappt, bin ich eigentlich wieder die ganze Zeit wieder unterwegs. Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Aber schön, dass Sie hier auch mal ein paar Fahrkarten kaufen. Ja, das ist ja immer noch ein Teil von einem Busfahrer. Welches irgendwie ja nicht fehlen darf. Ich glaube, ich würde das auch blöd finden. Ja, jetzt ganz ehrlich, jetzt mache ich das Ganze mit Bus. Ich meine, klar ist das zeitaufwendig. Ja, das kostet natürlich mega Zeit. Aber ich glaube, das ist so ein Teil von einem Bus. Ja, wenn du Bus fährst, dass du auch Tickets verkaufst oder sowas. Ich kann es aber, wie gesagt, verstehen, dass man das Ganze jetzt irgendwie versuchen will, wegzuhaben, weil es halt wirklich Zeit kostet. So können die Leute einfach einsteigen und dann, wie ich im Bus, halt am Fahrkartenautomat schnell sich ein Ticket ziehen oder sowas. Das geht natürlich, für den Busfahrer ist es natürlich eine super Erleichterung halt. Aber ich bin der Meinung, da fehlt dann irgendwas. Ich habe jetzt nämlich gesehen, bei uns, was heißt bei uns? Hier in Spandau fahren die Busse von Potsdam, ja. Und die haben innen drin ein Ticketautomat im Bus, ja, in dem Gelenkbus halt, ja. Und ich gehe mal davon aus, dass sie dann beim Fahren dann keine Tickets mehr kaufen können, sondern halt nur noch echt jetzt an dem Ticketautomat. Ja, weiß ich nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare posten, was ihr besser findet. Gut, also hier ist auf jeden Fall eine unsichtbare Wand. Gut. Bedeutet ohne... So, warte mal, jetzt gucken wir nochmal. Ne, ich kann hier nicht durchfahren. Alles klar. Kollision mit anderen Fahrzeugen und... Ja... Ich komme jetzt hier nicht durch. Das ist natürlich jetzt wieder richtig ärgerlich. Ich habe... Kollision ist hier an, wa? Ja. Naja, genau. Ja, das ist natürlich blöd, Leute. Also bedeutet das Ganze, wir müssen ohne Kollision fahren. Weil hier sind leider unsichtbare Wände verbaut. Aber so testet man das Ganze auch, ne? Hallo. Hallo. Und das hätte man vorher. Ich bin schon eine Tour gefahren hier auf der Tour und tatsächlich hatte ich da keine unsichtbare Wand. Ist jetzt natürlich mega blöd, dass wir jetzt natürlich in der Aufnahme wieder mal ja gegen eine unsichtbare Wand gefahren sind. Ach, ärgerlich. Also Karte doch nicht so brillant. Jetzt ist hier alles, ja. Ach Mann. Das ärgert mich jetzt. Eine Fahrkarte, die den ganzen Tag gilt. Danke schön. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Ding dong. Aber ich habe ja hier, ich sehe gerade, ich habe ja, also die Pfützenbildung ist da hier auf jeden Fall schon.
Sowas ist immer ärgerlich. Toll, wieso ist denn der 57er jetzt hier? Du bist ein bisschen spät, Kollege. Ja, gut. Wisst ihr Bescheid? Also, wenn ihr mitfahren wollt, Leitstand fahren. Ja, mich ärgert das jetzt gerade so ein bisschen. Ja, da versuchst du halt schon. Weil scheinbar ist es wirklich immer so eine Sache. Viele tatsächlich fahren gar nicht mit Kollisionen. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Also, wenn du wirklich Karten hast, die wirklich gut gebaut sind, ja, dann hast du auch eigentlich keine unsichtbaren Wände. Ich meine, bei X10 hat es ja auch lange an diesem Bauhaus ja so eine unsichtbare Wand. Das ist natürlich blöd, ist ärgerlich, absolut nachvollziehbar. Aber ich finde, so macht es halt keinen Spaß, denn, wenn du fährst halt, ja. Einen Fahrschein bitte. Du willst wieder einen Fahrschein. Warum steigst du nicht in den vorderen Bus ein? Warum musst du jetzt hier einsteigen? Ist absolut nicht nachvollziehbar, junge Frau. So, rechts rum. Das ist ein hübsches Stammwerk. Huh. Ja, wie gesagt, also da versuchst du schon so gut wie möglich zu fahren, halt unfallfrei und immer mit Fehlern von anderen rechnen und vorausschauend fahren und ja, ich muss euch ja nicht erzählen, dass ich ja gerade in der Fahrschule bin, ja. Aber ich muss dazu sagen, das habe ich schon alles vor der Fahrschule halt auch schon gemacht, ja, ich bin auch schon vor der Fahrschule halt ohne Kollision gefahren, weil das ist ja der Reiz da dran, halt Touren zu fahren, ohne da irgendwie einen Unfall halt zu bekommen halt, gerade mit der KI hier und viele beschweren sich halt über diese KI, kann ich absolut gar nicht nachvollziehen, weil wer wirklich ein richtiger Autofahrer ist, der weiß, dass die da draußen noch schlimmer fahren, als wie das hier in Optik schon abgebildet ist halt, ja? Also ohne Shit. Das ist... Deswegen finde ich tatsächlich die KI in OMSI gar nicht so schlecht, ja? Wie viele immer so behaupten und sagen. Das ist halt... Ich finde, das passt sich halt wirklich so der Gegebenheit an halt, ja? So... Aber unsichtbare Wände, dagegen kannst du halt ja gar nichts machen, ja. Das Problem ist, jetzt haben wir hier die ganze Zeit den Kollegen hier vor uns, der natürlich hier total lahmarschig hier immer in die Haltestelle reinfährt. Scharfe Kurven. So. Also müsste man jetzt hier den Retarder einschalten, dass es so bergab geht. Ich würde die Betriebsbremse ein bisschen schonen. Wir müssen halt nicht die ganze Zeit draufstehen, sondern können das ganz gespannt über die Dauerbremse machen. Aber da wir ja wirklich gesagt so einen lahmarschigen Kollegen haben, ich würde am liebsten aber vorbeifahren, darfst du nicht, ja, das ist echt räudig. Wird jetzt noch mit? Na gut. Auf jeden Fall ist der Kollege viel, viel zu spät hier unterwegs, weil wir haben ja gerade mal eine Minute Verspätung. Wir sind ja nicht mal zu früh oder sowas. Dann würde ich es ja verstehen, ja?
Mann, oh Mann, oh Mann. So ist es, ja, so ist es. Will auch keiner aussteigen. Jetzt haben wir gleich den nächsten Kollegen vor der Nase. Ich glaub's nicht. Ich hoffe, du bremst, du willst jetzt hier nicht rechts abbiegen hier. Ding dong. Bist du bei den Fußgängern über Weg? Wir sind nicht die junge Frau. Kaffee hier. Następny przystanek. Bogu chwały. Auf jeden Fall schöne Linie hier. An der Schule vorbei. Also wenn jetzt der Kollege mir da jetzt nicht ein bisschen auf den Senkel gehen würde, dann wäre es echt angenehm hier zu fahren. Oh. Komm. Ich gehe echt verspätet und nur wegen den Kollegen jetzt hier vor uns. Das ärgert mich jetzt irgendwie. Jetzt steht noch ein Dritter da. Ich glaube es nicht. So, ja, mach einfach hier die Türen auf. Ist alles gut. So, dass du hättest hier ranfahren können hier. Gut, Endhaltestelle. Also ein bisschen viel Busverkehr hier, würde ich mal behaupten. Weiß halt nicht, ja. Wie gesagt, ich kenne die Ecke nicht.
Also solltet ihr vielleicht so ein bisschen was wiedererkennen davon, dann nutzt da gerne mal die Kommentare, schreibt es mal am besten mal unten mit drin, mich würde das mal interessieren, ob das eine reale Karte ist oder eine fiktive. Ja. Und wenn, ob da wirklich echt so viel Verkehr ist hier, das ist ja Wahnsinn. So, ist die Frage, wo ist meine halt. Achso, wir müssen eigentlich ja den 57er folgen, ne? Ja. Den 57er hier. Oh, jetzt sind wir auch noch auf dem Bordstein. Alles klar, Leute. Mal die Tür zumachen und machen jetzt was Verbotenes, was wir nicht machen dürfen. Das macht man nämlich nicht ohne Sipo. Wisst ihr Bescheid, ja? So. Und ein Screenshot. Brauchen wir hier noch? Und ja, Leute, damit endet die Folge. Wir sehen uns dann hoffentlich zur nächsten Folge wieder. Wie gesagt, wir werden uns noch ein, zwei Linien angucken. Hier aus Projekt Stettin. Gerne, wie gesagt, in die Kommentare posten, ob ihr erstmal A mit dabei seid bei der Leitstellenfahrt und B, wie euch die Karte gefällt. Und C, wie gesagt, wenn ihr hier aus der Gegend seid, dann schreibt doch mal, wie gesagt, mal in die Kommentare, ob das Ganze halt wirklich so ausschaut und ob da wirklich so viel Busverkehr ist. Wie gesagt, nutzt da gerne die Kommentare, würde ich mich mega drüber freuen und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis denn. Tschüss!